Seit vielen Jahren ist Antons im Winter einer der Biathlon-Hochburgen weltweit. Und jetzt soll die Südtirol Arena auch im Sommer im Radsport zu einer Top-Adresse werden. Das unterstrich am Freitag zwei Weltklasseathleten in einem recht kuriosen Duell. Die Weltcup-Gesamtführende Dorothea Vira lief gegen den zweifachen Giro d'Italia-Sieger Gilberto Simoni und setzte sich schlussendlich auch ganz knapp durch. Und gerade der Giro d'Italia wird in 4 Monaten erstmals nach Antholz kommen. Die Südtirol Arena wird am Mittwoch, 29. Mai, Ziel der 17. Etappe sein. Sie führt von Comezzadura in der Val di Sole über 180 Kilometer nach Antholz. Am Tag darauf startet dann die 18. Etappe in Olang. Der Giro wurde heute in Antholz gerade von Simoni zusammen mit dem zweifachen Marathon-Mountainbike-Weltmeister Roel Paulissen und dem Cross-Country-Weltmeister von 1997 Hubert Ballhuber vorgestellt. Das ist sicherlich eine einmalige Gelegenheit, weil es bietet sich sicher super an. Der letzte Anstieg ist anspruchsvoll und ich glaube auch, die Kulisse da mit den Bergen, hoffen wir, es schon weiter ist, als wie es gerne Papierland ist. Deswegen wird es sicherlich auch ein mega Event werden, auf zwei Radlern arbeiten. Der Giro d'Italia startet am 11. Mai in Bologna und endet nach insgesamt 3.500 Kilometern am 2. Juni nach 21 Etappen in Verona.